Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eigentlich könnten wir ja schon über das gerade genannte Grußwort hervorragend alle Probleme, die es vielleicht gibt, diskutieren. Ich habe das Grußwort nicht vorher gehabt, aber ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Sie ja mit diesem umfassenden Thema Früherkennung, Therapie und Nachsorge von Hautkrebs heute und morgen, also 6 Vorträgen auf einmal hier durch dies oder in dieses Thema einzuführen. Und ich kann Ihnen versichern, wir sind bis Mittag auch damit fertig. Ob Herr Schwarze tatsächlich das Fragezeichen bei unserem bewusst im Vorstand ja auch geeinten Thema Hautkrebs am Gesundheitskiosk richtig verstanden hat, weiß ich nicht. Ich habe hier zu diesem Vortrag keine Interessenskonflikte, bin Lobbyist für die Dermatologie. Es wird auch 2 Slides geben, wo Medikamentengruppen genannt sind, aber ansonsten ist das alles fein. Einige Worte vorweg, die eigentlich für das gesamte, für alle 6 Vortragsinhalte gelten sollen, nämlich wir sind die Rahmenbedingungen heute und morgen. Und da haben wir zum einen, das ist ein erster Sehtest für Sie, das Thema ambulante Versorgung. Ich habe es Ihnen ein bisschen vergrößert. Wir reden also von Millionen von Patienten, die wir Jahr für Jahr, und zwar unabhängig, nicht nur in der Dermatologie, sondern bundesweit in den Praxen versorgen. Und das Ganze gibt es auch nochmal für die Dermatologie. Und da sehen Sie auch, es sind Millionen von Patientenkontakten in der Niederlassung Tag für Tag, die bewältigt werden müssen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir in der Dermatologie klein, aber fein sind. Leider eines der kleinsten Fächer. Aber Sie haben gerade gesehen, wie groß die Inanspruchnahme ist. Haut unter die Haut gehen, auf der Haut was haben, ist ein Alltagsthema. Also als Fachgruppe im Fächerkanon leider ganz unten angesiedelt. Wenn wir unsere Kolleginnen nehmen, rutschen wir ein bisschen nach oben, was eben bedeutet, wir haben einen etwas höheren Anteil an Kolleginnen, was aber wiederum auch nachher Auswirkungen hat auf die zur Verfügung gestellte Zeit in der ärztlichen Versorgung. Und auch hier zeige ich Ihnen jetzt mal die Dermatologie auch herausvergrößert, was wir dort haben. Wo sind denn nach Bundesärztekammer die Kolleginnen und Kollegen in der Versorgung? Es ist 1/4 in der stationären Versorgung und 3/4 der Ausgebildeten in der ambulanten Versorgung, die deswegen ungefähr dann eben diese ganzen Fälle bearbeiten. Über 17 Millionen in der ambulanten Versorgung und über 100.000 Patientenfälle werden an unseren Hautkliniken versorgt. Also hier ist das Potenzial für heute und für morgen. Wie sieht es aus mit der Entwicklung der dermatologischen Versorgung? Alle Fächer, auch die Dermatologie, hat leider in der Grundversorgung einen Abwärtstrend, was die zur Verfügung stehenden Kolleginnen und Kollegen angeht. Und gleichzeitig aber steigt der Bedarf. Wir haben eine Abnahme des ambulanten Angebots. Woran das liegt, das werden wir sicherlich hier noch erörtern können. Und gleichzeitig eine steigende Inanspruchnahme, die zum einen demografisch, aber auch ein Stück weit aus den Alltagssorgen der Patienten zu erklären sind. Und das Ganze wird auch letztlich ein Stück weit nicht besser, wenn Sie das hier sehen, nochmal dieses Angebot. Woran liegt das zum Teil auch? Wir haben eine veränderte Praxisstruktur, das Verhältnis Niedergelassene in eigenständiger Praxis und Angestellten, das sehen Sie an dieser Grafik, verändert sich ständig. Das heißt nicht, dass Angestellte weniger grundsätzlich arbeiten, aber es ist ein anderes Konstrukt. Und das hat Herr Schadendorf ja gerade schon gesagt. Die Babyboomer, die in der eigenen Praxis ja selbst und ständig gearbeitet haben und das auch noch tun, da ist ein gewisser Strukturwandel zu sehen. Und wir sehen im Prinzip, dass der wahre Mangel auch nicht der Arzt an sich ist. Da sind die Rückgänge noch gar nicht so stark, sondern Sie sehen hier das Verhältnis zwischen der Arbeitszeit, der realen Arztzeit im Verhältnis zu einem Angestellten und eben einem selbstständig niedergelassen. Also wir haben einfach das Problem, dass ein angestellter Arzt einfach weniger Arztzeit mit in das System bringt. Gleichzeitig haben wir das Problem der Hautkrebsinzidenz. So war noch alles gut. Das ist an einem deutschen Strand um die Jahrhundertwende. Mittlerweile ist das alles ganz anders. Das haben wir gestern in den Handlungsfeldern besprochen. Und wir haben einen riesengroßen Mangel, das hat Herr Schwarze ja auch gerade deklariert, an der primären Prävention. Wenn die schon nicht klappt, werden wir uns also eben weiter, und das ist ja mal schön, es geht aufwärts in unserem Fach, leider hier mit Inzidenz und Prävalenz. Also der nicht-melanozytäre und der melanozytäre Hautkrebs nehmen weiter zu.
Das muss man wissen, wenn man gleichzeitig, und das ist der Politik ja nicht neu, diese demografischen Versorgungsdaten sieht. Wir haben hier auf der einen Seite der Altersbereich, der versorgt, der wird schmaler und zu versorgen werden oben die, das sind die, die zunehmen. Nicht nur an Gewicht, sondern an Alter und an Hautkrebs. Insofern die Frage, Früherkennung heute, Hautkrebs, ganz klar, da haben wir das gesetzliche Screening. Das hat eigentlich schon 2003, 2004, also 20 Jahre feiern wir da, begonnen. Sie sehen die Protagonisten in diesem Falle. 5 Jahre später war das gesetzliche Screening auf dem Markt. Aber es war von Anfang an konfliktiv. Einer Facharztgruppe beibringen, dass sie ein vorher als Selbstzahlerleistung erbrachtes Screening plötzlich gesetzlich normiert, in Gleichschaltung mit dem hausärztlichen Versorgungsbereich erbringen sollten, war nicht ganz so einfach. Und deswegen ist auch klar, und Sie sehen das hier, wo ist der Facharztstandard, dass das auch heute noch in der Versorgung, in der Fläche ein Problem darstellt. Sie sehen diese Artikel, da geht es um die Auflichtmikroskopie, die erst keiner gewollt hat, dann wir als Fachärzte aber als Standard vorhalten mussten und letztlich wurde sie dann rein dekliniert, das Ganze zu immer noch den gleichen Preisen zwischen niedergelassenen Hausärzten und Fachärzten. Also es gibt Bereiche, das sage ich hier ganz klar, wo auch wir als Berufsverband das Hautkrebs-Screening nicht mehr als gesetzliche Leistung anbringen können, weil Kollegen ihren Facharztstandard anders definieren und deswegen das gesetzliche Screening nicht in dem Rahmen anbieten, wie es vielleicht in der Region gebraucht wird. Das ist uns bewusst, das ist aber ein Stück weit eben auch schwierig, weil es geht ja genauso um den Nutzen, der ständig diskutiert wird. Das macht Patienten unsicher. Nutzt es denn wirklich was? Muss ich denn gehen? Also wenn wir uns über die Inanspruchnahme in der Bevölkerung Gedanken machen, dann vielleicht auch, weil es immer wieder hinterfragt wird. Erst gestern habe ich wieder ein Interview dazu gegeben. Ist das denn alles überhaupt sinnvoll? Wir in der Praxis sehen jeden Tag, wie sinnvoll das Screening ist. Aber nicht in jedem einzelnen Fall zur Verhinderung oder zur Veränderung der Mortalität, sondern wir reden von der Gesamtversorgung Hautkrebs, von den Frühformen, den aktinischen Keratosen bis hin dann zu den Krankheitsfällen. Aber Evaluation des Nutzens, das ist eine Sache, die ist schon ein immerwährendes Thema und auch gestern ja in den Handlungsfeldern besprochen. Das ist das gesetzliche Screening, ein Zwei-Phasen-Screening, das wissen wir alle. Wir reden im Moment von einer Vergütung von 30,19 €. Das ist natürlich unbudgetiert, aber auf der anderen Seite, bitteschön, 30,19 € für eine fast 15-minütige Untersuchung, Beratungsleistung, das macht einen Stundenlohn von 120 €. Aber einen Stundenlohn vor Abzug der Betriebskosten und natürlich auch vor Steuern. Da muss man überlegen, was ist fachärztlicher Standard in der deutschen Gesundheitswelt denn wirklich hier denn wert? Und da ist die Frage, wie wird es angeboten? Auch hier sehen Sie aktuelle Zahlen aus dem Hautkrebsreport der Techniker. Ja, wir haben fast pari pari erbrachte Leistungen, ungefähr so 4 bis 5 Millionen dieser abgerechneten Screenings bei Hausärzten. Das ist der grüne Bereich und Hautärzte. Aber wir haben gar eine ganz andere Flächendeckung. Ja? Wenn Sie das auf die 55.000 Hausärzte nehmen, sind das circa 91 Screenings pro Jahr pro Arzt. Und in der Hautarztpraxis mit den 3.800 niedergelassenen kommen wir auf circa 1.200 Screenings in den Praxen. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Trotzdem nach wie vor eine schwierige öffentliche Diskussion, sei es die Erreichbarkeit, sei es eben die Durchführungsqualität, sei es das Thema Nutzen, was wir auch in den verschiedensten Fernsehsendungen immer wieder um die Ohren gehauen kriegen. Deswegen, auch das möchte ich hier beim 10-Jährigen im Endeffekt gerne erwähnen, das ist das Forum und das ist auch die Organisation, wo wir uns eine neue Vision gesetzt haben. Es war ein großes Thema bei der vorletzten NVKH mit vielen guten Diskussionen, auch unter Corona-Bedingungen virtuell. Aber wir müssen es weiter verbessern, keine Frage. Aber wir dürfen es auch nicht totreden. Das öffentliche Interesse nämlich ist riesig. Auch ein einfaches, harmloses Interview in der Osnabrücker Zeitung. Nicht, dass ich nicht wüsste, wo Osnabrück ist. Schließlich kommt unser Vizepräsident daher. Aber eine Zeitung wie X und Y. Und da wurden zwei Fragen gestellt. Wie kann das steigende Problem der Hautkrebsinzidenz in Deutschland verbessert werden? Ich habe zwei Antworten gegeben. Zum einen primäre Prävention. Das haben wir in den Medien gar nicht mehr gehört. Aber ich habe auch gesagt, ja, Hautkrebs-Screening müsste intensiviert werden, denn die Frage des Reporters war auch, warum nutzen so wenige das? Was da dann passiert ist, zeigt, wie hochsensibel Hautkrebs in den Medien ist. Als Berufsverband einen Tag später in den Tagesschau-Nachrichten zu erscheinen, das muss man erst mal schaffen.
Ich sage Ihnen aber, es war Zufall. Zeigt aber, wie wichtig es ist, dass wir hier in dieser Gruppe uns an diesem Thema messen. Wie soll es denn morgen aussehen? Schauen wir mal in die Glaskugel. Nun, das waren Reaktionen, die ich als mal auf diese Fernseh- und Zeitungsrepräsentanz bekommen habe. Patienten, die eben den Zugang zu einer Hautkrebs-Screening-Untersuchung nicht so schnell erhalten hatten, wie sie das wollten. Wobei wir vorhin auch an den Slides gesehen haben, ein Hautkrebs-Screening ist keine Abklärung eines Verdachtsfalls. Da besteht grundsätzlich keine Dringlichkeit. Es ist eine Screening-Untersuchung ohne Symptome, ohne Beschwerden und nicht die Abklärung eines Verdachtsfalls. Aber die Situation in der Bevölkerung ist natürlich klar, der E-Mail-Verkehr war entsprechend. Und wir wissen auch, dass im Moment natürlich tatsächlich der Zugang zum Facharzt schwierig ist. Und das hat sich nicht verbessert durch die Maßnahmen von Herrn Lauterbach, die Neupatientenregelung abzuschaffen. Warum auch immer er das gemacht hat, es waren halt die 430 Millionen, die er einsparen wollte. Das heißt, wenn der Zugang zum Facharzt schwieriger ist, dann kommen andere Themen und dann haben wir die Teledermatologie als Konsultationsplattform letztes Jahr sehr ausführlich besprochen. Für alle, die da nicht da waren, das funktioniert zum Teil. Das hier ein alltägliches Beispiel aus der Praxis, ein Patient, der eindeutig ein spinozelluläres Karzinom am Kopf hat und dann kann man Digitalisierung auch nutzen. Das geht in der Praxis. Er hat den Zugang, er hat einen privilegierten Zugang in die Praxis. Er bekommt im Endeffekt schon per E-Mail einen schnellen Termin. Er bekommt mit den Angehörigen eine schnelle OP-Aufklärung und ist operiert. Das war ein Riesenthema und auch das zeigt, wie stark am Fokus unsere NVKH ist. Beim letzten Jahr haben wir es im Prinzip durchgeschaut. Man muss aber auch sagen, das Thema ist schwierig. Nur als Beispiel, mittlerweile gibt es viele kommerzielle KI-gesteuerte Systeme, das haben wir letztes Jahr ausführlich diskutiert. Das will ich gar nicht groß wiederholen, aber es zeigt, dass Früherkennung per App tatsächlich nach wie vor nicht vom Thema ist und vielleicht auch eben für viele in einer akuten Phase. Manche solcher Anfragen bekomme ich nachts um 1 Uhr dann über das Portal gestellt, wirklich wichtig ist. Trotzdem ganz klar auch hier festgestellt, auch in diesem Test bei Stiftung Warentest. Natürlich ist ein Hautkrebs-Screening nichts, was über eine App passieren kann. Diese Apps sind aber nachhaltig. Ich habe ja vor einem Jahr für diesen Vortrag ein Melanombild an drei dieser Apps geschickt. Eine App schickt nach wie vor regelmäßige Erinnerungen. Erstens Nachfrage, was aus dem Muttermal geworden ist. Und zweitens erinnert mich alle 3 Monate, ich soll doch bitte meinen Körper auch entsprechend weiter über diese App kontrollieren lassen. Klar, ist natürlich ein bisschen Business dahinter. Wir haben aber hier klargestellt, das kann nicht die Zukunft sein, aber wir werden uns definitiv mit diesem Thema weiter auseinandersetzen müssen. Die Patientinnen und Patienten, aber genauso wir in der Praxis. Definitiv aber trotzdem, ja, eine Melanomabklärung über eine App ist nicht Facharztstandard. Eine visuelle Beurteilung darf es nicht geben, aber wir kommen natürlich mit der KI weiter. Das war im letzten September. Großes und bekanntes Forschungsinstitut in Heidelberg hat hier wieder eine neue Förderung bekommen für genau solch eine Förderung. Und wir werden uns alle damit in den Praxen weiter auseinandersetzen müssen. Nämlich, was ist mit einem Befund einer solchen KI, der an der Anmeldung steht und sagt, ich habe hier einen Hautkrebsverdacht und ich muss sofort drankommen. Wir brauchen in der digitalen Dermatologie weiter entsprechende Regelungen. Dafür sind wir auch im Berufsverband und in der Fachgruppe aktiv. Und alles, was ich gesagt habe, können Sie auch im Programmheft nachlesen. 10 Jahre NVKA. Hier sind die wichtigsten Facts zusammen. Nur für die, die noch nicht reingeblättert haben. Auch zum Thema künstliche Intelligenz. Hautkrebsbehandlung. Heute. Ganz einfach. Da haben wir jede Menge gute Informationen. Ich habe hier einfach mal die Seite der Deutschen Krebshilfe genommen. Es ist viel zu tun, es steht alles drin. Ich glaube, wir sind da auch, und das ist ja auch ein Punkt, warum Patienten eben mit ihrer Krebserkrankung jetzt eben auch ein deutlich längeres Leben haben, ein wichtiger Punkt. Wir haben Evidenz dazu, unsere Leitlinien, die BCC muss noch ein bisschen aufgefrischt werden, aber ansonsten können wir in den Praxen, in den Kliniken alles evidenzbasiert durchführen. Wo wird therapiert? Hier sehen Sie das. Die große Masse ist in einer operativen Sektion. Wir haben im Prinzip natürlich auch Krankenhaus- und Arzneimitteltherapien, aber der große Fokus liegt auf den Operationen. Und da ist mittlerweile fast ein Engpass. Wir haben vor Jahren schon, einer meiner Vorgänger, Michael Reusch und Matthias Augustin, sitzt hier vorne, versucht, die Versorgungsrealität in der Praxis abzubilden, indem wir Kriegsregisterdaten, Inzidenzen und so weiter interpoliert haben. Und wir sind damals schon drauf gekommen, dass wir wahrscheinlich dreimal mehr Hautkrebs in der Praxis versorgen, als wir das nach den Krebsregisterdaten wirklich
vermuten müssen. Das haben, wir können Sie natürlich sagen, ja, 2017 haben wir mal überlegt, 2014 war die Grundlage. Ich habe hier die aktuellen Zahlen aus dem ZI. Das kann man auch kaum lesen, aber hier sind die genau die genannten 31er-Kapitel-Operationen, also die, wo überwiegend eben eine Malignom-Diagnose hinterstehen muss. Und wenn Sie das im Kopf schnell zusammengerechnet haben, es sind nicht 737.000, wie vermutet. Im Jahr 2022 waren es 1,57 Millionen ambulante Operationen nur in diesem Sektor. Und da bedanke ich mich beim ZI ganz außerordentlich, denn die haben mir die Zahlen von Montag bis heute rausgesucht. Das Ganze hat Limitationen. Sie sehen hier das ambulante Operieren, aber nicht qualitätsgesichert. Und noch lange nicht jedes Muttermal, das irgendwo am Körper ist, kann im Endeffekt qualitätsgesichert nach Kapitel 31 operiert werden. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe, der am Unterarm ein kleines melanomverdächtiges Hautläsönchen hat, dann wird er operiert. Dann reden wir aber von 6,92 € für eine ambulante Operation bei dem Patienten. Natürlich inklusive Fädenziehen und Beratung. Das sind Dinge, die die Fachgruppe tatsächlich an gewisse Grenzen führt. Dann die Frage, kriege ich das überhaupt voll ausgezahlt? Natürlich nicht. Das Regelleistungsvolumen ist quotiert. Und da muss man sich eben auch fragen, wie kommen wir mit den ganzen Operationen hin? Natürlich könnte eine verbesserte Screening-Vorauswahl die falsch positiven Befunde reduzieren. Aber schwieriges Thema für den Patienten, der mit einem verdächtigen Fleck und entsprechender Angst vor einem Hautkrebs in der Praxis steht. Die qualitätsgesicherten Operationen haben ein anderes Vergütungsniveau, keine Frage. Hier können Sie jetzt im Kopf ausrechnen, was denn die 1,6 Millionen Operationen so ungefähr gekostet haben. Aber auch da sehen wir leider eine negative Entwicklung, denn letztlich, hier sehen Sie das, hier wird auch reduziert. Hier werden die operativen Leistungen runtergerechnet und deswegen kommen wir auch da ein Stück weit an die betriebswirtschaftliche Grenze. Denn solche Operationen, wie gerade gezeigt, brauchen ja ganz andere Standards, ganz andere Vorgaben, Hygiene, OP-Vorrichtungen. Also auch da kommen wir aufgrund der Masse im Prinzip an entsprechende strukturelle Probleme. Und ob die Hybrid-DRGs da die Lösung sein werden, schwierig, eine ganz schwierige Geburt. Hier sind die Kommentare der wenigen Operationen. Da ist eine einzige dermatologische Operation im Moment dabei und die betrifft nicht den Hautkrebs. Also ob die Hybrid-DRGs dieses Problem der Hautkrebsoperationen in der ambulanten Versorgung lösen werden, ich weiß es nicht. Ja, und morgen, wie soll es da aussehen? Nun, hier sehen Sie, natürlich gibt es auch medikamentöse Therapien. Das Ganze führt dazu, dass wir eben Gott sei Dank eben auch immer mehr Langzeitpatienten haben. Die Therapie wird sich also auch verlängern, wird fortgeführt werden müssen. Und wir müssen schauen, wo soll es sein? Denn gerade diese Therapien finden ja eher im stationären Sektor statt. Und dann sind wir bei dem schwierigen Thema der Krankenhausreform. Und hier können wir jetzt eigentlich sagen, allein dieses Schema zeigt schon schwieriges Thema, will ich auch nicht vertiefen. Der einzige Trost, dermatologische Abteilung gibt es nicht an jedem Wald- und Wiesenkrankenhaus, ganz im Gegenteil. Und insofern glaube ich, dass dieser Sektor insgesamt von dieser Struktur weitestgehend hoffentlich verschont bleibt. Wir sehen aber jetzt schon, dass die dermatologischen Abteilungen hier aus 2019, 117 Kliniken nicht die gesamte Fläche abdecken. Dass es die ja jetzt schon im Endeffekt für manche Regionen, für manche Patienten, Flächenbereiche Schwierigkeiten gibt, in die stationäre Versorgung zu kommen. Und auch hier sehen Sie Erreichbarkeitsflächen und alles, was dunkel ist, hat kurze Wege, auch für die Patienten, die ja auch multimorbider werden. Und die hellen Flecken zeigen jetzt schon 2019 eine Unterversorgung. Tendenz zunehmend. Und ob das eben durch eine Krankenhausreform verbessert wird, wage ich zu zweifeln. Wie sieht es aus in der Niederlassung? Ambulante Versorgung. Auch hier im Prinzip sehen Sie die Entfernung eines Patienten zu einem Hautarzt. Rote, orange Bereiche, da liegen wir bei mindestens 30 Kilometer. Das ist vielleicht in der heutigen Zeit kein Thema. Aber da, wo diese Entfernungen sind, sind letztlich vor allem die Angebote im öffentlichen Nahverkehr entsprechend schwierig. Da kann schon mal so eine Busfahrt zum Hautarzt auch mal 3, 4 Stunden dauern. Also ist die Wartezeit im Wartezimmer dagegen ein echter Klacks. Und das Ganze wird sich weiterentwickeln. Ich habe gerade gesagt, die Arztzeit ist das Problem, aber auch Vertragsärzte gehen natürlich runter. Und jetzt die Frage, wie entwickelt sich das? Ich soll ja in die Glaskugel schauen. Hier ist jetzt der Versorgungsgrad gut. Sind alle grünen Felder, sogar dunkelgrün, überversorgt. Das gibt es ja teilweise auch noch, vor allen Dingen in Ballungsgebieten. Und eben in den gelb- bis rot-orangen haben wir schlechte Versorgung. Das ist die Annahme hier aus 2014.
Und wenn wir jetzt annehmen würden, dass sich alles so weiter gehalten hat, aber die Bevölkerung sich natürlich verändert, dann sehen Sie schon an diesem ersten Bild, da ändern sich die Farben, also der Versorgungsgrad, ohne dass irgendein einziger Kollege weggeht. Das ist aber nicht die Realität. Wenn wir mal davon ausgehen, dass eben durchaus der ein oder andere Sitz, also ein Arztsitz nicht besetzt werden kann, und das ist in vielen Bereichen Deutschlands mittlerweile im ländlichen Bereich absolut Usus, dann wird die Karte zunehmend orange und roter. Und wo ich herkomme in Rheinland-Pfalz, da sind es nicht ein, zwei, drei, da sind es ganz viele Sitze. Das hochgerechnet, zwei Arztsitze pro Zulassungsbereich nicht besetzt, dann können Sie langsam die grünen Flächen schon suchen. Das zur ambulanten Versorgung, auch zur ambulanten Behandlung von unseren Hautkrebspatienten. Und dann das Thema Nachsorge. Heute, keine Frage, wir haben als große Problem als Fachgruppe in der eigentlichen qualitätsgesicherten Nachsorge, in der Onkologievereinbarung überwiegend nicht zu existieren, weil man uns da in der Ausbildung und auch früher mit unseren Therapien vielleicht auch nicht ganz so wahrgenommen hat. Jetzt sind wir eben nicht drin. In der Niederlassung gibt es letztlich eine Nachsorgeziffer. Wir wissen alle, da haben wir schon drüber gesprochen, die 0, 1745 und die ist auf 2 Jahre limitiert, 8 Quartale. Welche Nachsorge bei uns dauert nur so kurz? Ganz schwierig. In den Leitlinien sehen Sie andere Zeiten. Selbst beim Basalzellkarzinom, wo man sagen könnte, na ja, ist doch ein Tumor, da kann man doch auch mit leben. Als Patient übrigens in entsprechende Lokalisation im Gesicht nicht unbedingt. Aber da sind deutlich längere Nachsorgezeiten vorgesehen. Das gleiche beim Plattenepithelkarzinom, Low- und High-Risk und erst recht beim Melanom. Alles Nachsorgeintervalle, die zum Teil 5 bis 10 Jahre dauern. Sie sind in der ambulanten Versorgung nicht abgebildet. Nach 2 Jahren ist Schluss. Und es wird auf den ethischen Nasenring der Kollegen verwiesen. Und das Gleiche auch in der Patientenleitlinie. Natürlich steht das alles dort alles kleinst drin. Und es sind die entsprechenden medizinischen Anforderungen. Aber Leitlinie ist halt eben tatsächlich auch nicht reale Versorgung. Wenn wir da jetzt mal gucken, wie sieht es dann aus in der Praxis? Ist das tatsächlich für uns ein absoluter Seiltanzakt? Wir haben Früherkennung wäre es Nachsorge. Wann mache ich eine Früherkennung? Wann reicht eine reine Nachsorge? Wir haben eben Leitlinie versus DDRM-Regelungen und wir haben eine Anspruchshaltung, die natürlich auch von ärztlicher Seite hoch ist. Man möchte ja, aber muss betriebswirtschaftlich gucken und auch da sind die ZI-Zahlen ganz schön beeindruckend. Wir machen Nachsorge, auch wenn es nur limitiert ist. Wenn Sie diese Zahlen addieren, kommen wir in 2022 auf 1,23 Millionen Nachsorgen, die in der ambulanten Medizin geleistet wurden. Fast so viel wie Operation. So, und dann, wie sieht es morgen aus? Da kommen wir wieder auf die Strukturprobleme. Ich zeige Ihnen nochmal die Erreichbarkeiten der Kliniken, Hauttumorzentrum versus der Praxen, wie sich das weiterentwickeln wird. Das müssen wir zusehen. Und da hätte Herr Schwarzer natürlich aus meiner Sicht den spannendsten Teil seines Vorwortes doch etwas mehr ausführen können, nämlich die Änderungen, die er auch so sieht und die dann eben auch in einer finanziellen Ausstattung im gesamten ambulanten und stationären Sektor sein müssten. Das hat er übergangen. Stattdessen kommt er zu den Visionen seines Chefs, denn er ist ja als SPDler Patientenbeauftragter durch Herrn Lauterbach geworden. Und da müssen Sie dann die Arztpraxis schon suchen. Da ist der Kiosk hier deutlich mehr. Arztpraxis ist da oben. Ob Sie alle aber von einer Public Health Nurse nachgesorgt werden wollen, da bin ich mir jetzt im Moment nicht ganz sicher. Der ureigenste Sinn eines Gesundheitskiosks, den hat er eigentlich auch angesprochen und auch später thematisiert. Die Gesundheitskioske waren gedacht als niederschwelliges Angebot in Problemregionen. In Hamburg war das erste, im Kiez. Da ist es übrigens wieder zu. Und dort sollte der niederschwellige Zugang sein. Aber Nachsorge hat nichts mit Niederschwelligkeit zu tun. Deswegen ist die Niederlassung, ist die Ärzteschaft insgesamt im Moment ein Stück weit auch in Rebellion. Wir haben Forderungen erstellt, die Sie alle betreffen, in den Praxen, auch in den Kliniken, Sie als Patienten. Und da gab es auch große Einigkeit, ja, in der KBV. Und nach diesen momentanen, ja, Regelungen versuchen wir auch tatsächlich jetzt Druck auszuüben. Insofern muss ich da um Verständnis bitten, wenn wir im Moment tatsächlich auch Versorgung passagier zumindest auf das Maß runter reduzieren, was uns alle droht, wenn die Babyboomer in die Rente gehen, nämlich auf weniger Versorger in der Fläche. Deswegen war mal zwischen Weihnachten und Neujahr 3 Tage zu, nicht 3 Jahre, 3 Tage. Und es hat tatsächlich auch zur Reaktion geführt, natürlich lang geplant, aber Herr Lauterbach hat es dann so verkauft und es gab ein erstes Krisentreffen. Das war sehr hausarztlastig. Insofern muss man es kritisieren, aber er hat die Chance,
die für ambulante fachärztliche Versorgung mit einem weiteren Sitzung, mit einem weiteren Krisentreffen entsprechend zu untermauern. Und das ist wichtig und sollte dann solche Provokationen wie hier vom VDEC im Prinzip unterlassen, die weniger bezahlen will, aber dafür mehr Arbeitsstunden. Das löst das Problem nicht. Deswegen muss man sagen, es ist schwierig. Wir müssen Lösungen haben. Deswegen sind wir hier. Und ich darf kurz zusammenfassen. Also, wir haben weniger Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft. Wir haben mehr Patienten und mehr Anspruch an eine moderne Medizin, die wir auch gerne bringen wollen. Das wird ein Stück weit in diesem Gesundheitssystem, was die Bürokratisierung angeht, nicht eins zu eins lösbar sein. Wir müssen es aber trotzdem probieren. Und insofern wünsche ich gleich viel Spaß bei der Diskussion und danke für Ihre Aufmerksamkeit.